der Ostukraine droht zu eskalieren. Bei dem Einsatz der ukrainischen Streitkräfte gegen prorussische Kämpfer in der Region sind am Donnerstag mehrere Separatisten getötet worden. Nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums wurden bis zu 5 Personen bei der Beseitigung von Straßensperren der Separatisten in Slawjansk erschossen. Das Ministerium sprach wörtlich von Terroristen. Eine Sprecherin der Separatisten sagte, 2 Kämpfer seien bei einem Gefecht an einer Straße von Slawjansk nach Sviatogorsk getötet worden. Die ukrainische Regierung hatte am Mittwoch die Rückeroberung der Stadt Sviatogorsk gemeldet. Am Morgen hatten Reuters-Journalisten beobachtet, wie ukrainische Soldaten mit 5 Schützenpanzern einen Kontrollpunkt im Norden von Slawjansk wieder übernahmen. Separatisten hatten die Stellung aufgegeben und Reifen angezündet, um durch den Rauch ihre Verfolgung zu erschweren. Im Süden von Slawjansk übernahmen ukrainische Soldaten einen Kontrollpunkt an der Straße nach Donetsk und verstärkten anschließend ihre Stellungen. Unterdessen hat der russische Präsident Wladimir Putin der ukrainischen Regierung im Falle eines Militäreinsatzes gegen prorussische Separatisten mit Konsequenzen gedroht. Sollten sie ihre sogenannte aktive Phase begonnen und Soldaten gegen die Bevölkerung eingesetzt haben, wäre dies nicht angemessen, sagte Putin am Donnerstag in St. Petersburg. Russland fordert, dass die Übergangsregierung in Kiew auch die nationalistischen ukrainischen Milizen, etwa des rechtsradikalen rechten Sektors, entwaffnet. Ähnlich hatte sich auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zuvor bei einem Besuch in Georgien geäußert. Es sei aber ebenso nicht akzeptabel, wenn pro-russische Gruppen öffentliche Gebäude besetzt hielten, sagte Steinmeier in Tiflis. Russland solle versuchen, mäßigend auf die Separatisten einzuwirken.